Fragst du dich, warum das vorher nicht so ging? Ganz anderes Tempo, ganz andere Energie, natürlich auch die Kontergefahr. Das sind die Düsseldorfer mit der Antwort. Schuss kommt und er ist drin. Alex McRae, Führung Düsseldorf. Er da wieder verteilt für Heinzinger, für McAuley und für diesen One-Timer zum 0:2 für die Düsseldorfer EG. Jetzt die Möglichkeit für Judemann, das 1:1. Erster DL-Treffer für Edmund Judemann. Und da ist der Jubel besonders groß. Da holt man den Puck, den sichert man sofort. In der DL, also nur noch eines ist weg von der Tor. Ja, was ist jetzt hier los? Gezeigt gegen Schwenningen. Düsseldorf immer noch im Puckbesitz. Düsseldorf, Tor! Irre! Zum Ende hin, die dann diesen deutlichen Sieg beschert haben. Oh, klasse gespielt! Doppelpack McCauley! Gogula, Fischbuch, McCauley! Da kommt Philipp Gogula. Immer noch Gogula! Gogula! 1:1! Würde ich aber verlieren. Und dann ist der Puck im Tor. Wie geht der denn da durch? Und jetzt ist es passiert. Da ist der Schläger reingehalten. 1:30 vor der Pause. Und jetzt nur mal so eine Theorie. Das 4:2 für die DEG. Boah. Aber soweit ist es noch lange nichts. Kusa. Mikko Kusa, und doch, so weit ist es. 12 Sekunden hat das Powerplay gedauert und ich glaube, auch da war keiner wieder dran. Schuss aus der Drehung ins Tor, wie geht der denn rein? Wie geht der denn rein? Der ist abgefälscht. Wie aus dem Nichts heraus. Tobi Eder, 3:2. El, Bata, Eder. Scheibe ist noch frei, dann ist es wieder soweit. Dann ist natürlich für sie weiter verfolgen. Jetzt an der Scheibe, deine Fischbuch, nimm McAuley mit. McAuley, perfekte Schussposition. Und dann ist es die Führung für Düsseldorf. Steven McAuley, 2:1. Hälfte ist durch und das ist der lange Pass auf McAuley. Auf und davon und Tor. Entscheidung, Steven McAuley. Svensson, Redner. Das Svensson. Alex Bata und Tor! Beim Aufbau. Ebner. Ebner! Tor! Was für ein Schuss von Bernhard Ebner. Ausgleich 2:2. Bisschen Platz gelassen von den Ingolstädtern in der Defensive. Geht am Tor vorbei. Kusa. Ja, man sieht, sie machen eigentlich gut. Sind gut in die Aufstellung gekommen. Schön gespielt. Was für ein Hammer! Ebner über die linke Seite. Ebner. 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 Tor Düsseldorf! Die Entscheidung ist da! Dran am Puck. Gegen zwei. Oh, Frankfurt bringt ihn nicht raus und dann zappelt er wieder drin. 2:0 DEG. Ihre Lieblingsbeschäftigung beim Eishockey, die wollen schon auch ein Tor schießen. Also brauchen wir nicht drum herum. Da hast du sicherlich recht. Aber es muss eben nicht sein. Da ist es. Daniel Fischbuch krönt aus meiner Sicht seine Leistung heute in diesem Spiel mit diesem Tor. Scheibe kommt bitte, bitte zu Bata und der sitzt wieder. 3:0. Hat nicht lange gedauert. Keine 2 Minuten im zweiten Drittel. Und das war aber eine ordentliche Fackel aus dem Handgelenk. Kusa. Eder. Kusa, schön gespielt. Kusa! Tor! Und Linie Ebner. Daniel Fischbuch, Bernhard Ebner. Alex Bata. Bata, abgefälscht, Tor!
Steven Harper hat dann noch den Schläger drin. Lenkt den, glaube ich, noch ab. Und wenn, dann ist es ganz klasse gemacht von Harper. Schopke, das ist misslungen, da ist die Chance, da ist das Tor, Düsseldorf gewinnt! Immer eine ganz gute Idee, Ebner, sind jetzt im dritten Runde, das ist Spielspruch! Gogula, gegen 3. Und die Chance für Bata! Unfassbar! 5-2 Düsseldorf, Alexander Bartha.